So, hallo meine Freunde, zu einem weiteren Videobeitrag in meinem YouTube-Channel. Und zwar geht es heute darum, dass ich euch einen kleinen Einblick in meine letzte Arbeit gewähren möchte. Und zwar habe ich auf dem Bergpark in Kassel eine Panorama-Aufnahme erstellt. Und zwar das aus 35 einzelnen Aufnahmen, die ich dann zu einer relativ großen Aufnahme zusammengefügt habe, und zwar mit insgesamt 305 Megapixel. Wenn euch dafür interessiert, kann ich euch gerne mal dann die Bearbeitungsschritte dazu zeigen, wobei das Thema auch noch relativ neu ist für mich und ich mir da auch ein paar Tricks selber einfallen lassen musste, um das Bild dann im Endeffekt dann zusammenzufügen. Und zwar möchte ich das jetzt auch mal zeigen hier. Oben in der Übersicht könnt ihr hier das sehen, wo wir gerade sind. Hier unten sieht man hier den Kran. Der ist wirklich sehr detailreich drin. Und wenn wir mal rüber gehen, nehmen wir die Bäume. Nehmen wir hier sogar den Löwenborch. Da können wir sogar noch eigentlich ein bisschen näher rangehen. Da ist noch Luft nach oben. Dann gehen wir mal rüber hier zum Schloss. Moment, bis er nacharbeitet. Kann man auch sehr gut erkennen. Oder was auch sehr schön ist, ist hier hinten so eine kleine Allee. Ein Güterbahnhof. Hier rüber gehen über die Innenstadt. Martinskirche. Kraftwerk. Dann kommt hier hinten die Wilhelmshöher Allee. Salzmannfabrik. Und irgendwo ist sogar das Aue-Stadion zu sehen. Genau, da kommt das Aue-Stadion. Das dürfte die Elbe sein, wenn ich mich nicht irre. Wobei, ne, die Elbe ist es glaube ich nicht. Das müsste irgendein anderes Gefängnis sein. Aber da kann mich ja gerne jemand mal aufklären, was das ist. Ja, hier hinten stürzt es langsam ab. Da bin ich noch ein paar Arbeiten, weil das ist echt aufwendig. Wenn ihr mal hier unten links guckt, dann seht ihr, die Datei hat schon mittlerweile 900 MB und das ja noch fast unbearbeitet. Also das, was ihr hier gerade seht, ich zoome mal raus, ist einfach nur die ganzen Aufnahmen jetzt zu seinem Bild zusammengefügt. Ich habe ein bisschen nachgeschärft und so weiter und hier hinten ein bisschen schon mal das Licht runtergezogen, aber ansonsten ist die Aufnahme komplett unbearbeitet. Schon relativ geil, wie gesagt, 305 Megapixel. Habe ich mit der Canon 6D übrigens geschossen. Hatte dann eine Aufnahme knapp 20 Megapixel. Hab dann, also als kleine Erklärung, drei vertikale Reihenaufnahmen gemacht mit jeweils knapp 12 Aufnahmen. Ja, um die 12 Aufnahmen waren es gewesen. Und hab das Ganze dann ja, zu dem Bild hier zusammengefügt. Also wie gesagt, wenn euch interessiert, wie ich das ganze Bild gestellt habe und so weiter, dann kann ich euch gerne noch ein kleines Video zu machen. Ja, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und noch viel Spaß.